Das ist ein Banküberfall. Und sie sagt so, sie meint bestimmt, dies ist ein Banküberfall. Und sagt zu seiner Kollegin so, die hat bestimmt eine EI-Schwäche. Sag, Hände hoch oder ich scheiße. Ich sage, habe ich ja gesagt. Ja. Hände hoch oder ich scheiße. Ich liebe sowas. Ja. Kollege von mir, wirklich, das habe ich im ersten Programm leider nie wirklich so gebracht. Kollege von mir hat damals, der hat Schweren am Helm gehabt, der hat Fußball gespielt und hat bei mir so Steinchen am Fenster geworfen. Ich wohne Parterre, also der hätte auch klopfen oder klingeln können und so weiter. Hat gespielt bei Spackschraube Krefeld. Hatte so ein Anzug an, hier so ein Trainingsanzug. Ich sage, wo ist denn die Wechselwäsche? Ja, die habe ich drunter. Wir gehen, ich gucke ihn dazu, die waren nur 10 Spieler, er war trotzdem Ersatzspieler. Ne? Haben verloren 0-8 gegen FCKW frei. Ne? Er hat auf der linken Seite gespielt, weil da stand der Bierwagen. Ne? Und so, ja, Rom hat man auch nur an einem Tag gesehen. Ich sage, was? Ne? Der konnte Sprichwörter, konnte er so aus dem. Damit sagt er so, ja, der Krug geht so lang zum Mund, bis man bricht. Ich habe ihn dafür tatsächlich beneidet, dass er das umsetzen konnte. Aber er ist auch der Vollpfosten aus meinem ersten Programm, der beim Kniffeln die Chance gestrichen hat damals. Ja? Ist tatsächlich, den gibt es wirklich. Ja? Und er gibt damit an. Ich mag ihn eigentlich nicht. Also so, hey, ich bin der Vollpfosten. Ne? Aber er hat mir ein paar Sachen gesagt. Zum Beispiel hier habe ich, den Witz habe ich jetzt bei, wie heißt das, RRB, Radio Brandenburg. Ne? Habe ich diesen Witz gemacht, pass auf. Ein Mann kommt nach Hause, seine Frau geht ihm gerade fremd. Gibt ja dieses, was geht dir vor und der Typ deine Uhr. Ne? Aber er kommt nach Hause und sie hört ihn nur mit dem Schlüssel rein und sagt zu ihrem Mann, zu ihrem Liebhaber, boah, da ist mein Mann, stell dich mal in der Ecke, du bist jetzt eine Statue. Er so, was? Ja, du bist eine Statue. Ich mach dich voll Öl und hau dich voll Puder, du bist eine Statue. In der Ecke, Öl drauf, Puder drauf und er steht da so. Und der Mann kommt rein und sagt, hallo Schatz, was ist das denn? Das ist eine Statue, die habe ich bei den Schmitz im Schlafzimmer gesehen. So was wollte ich auch haben. Oh, das ist aber schön, sagt er. Ne? Er zieht sie aus, legt sich neben die Frau, er um 3 Uhr steht er nachts auf, geht an den Kühlschrank, holt 2 Bier raus, setzt sich neben die Statue und sagt so, hier hast du ein Bier, bei den Schmitz habe ich nichts gekriegt. Ich muss ja so eine Top 10 wieder für nächstes Programm machen. Den kann man machen, ja. We'll be right back.